Moin, moin, ihr Landratten. Wir sind jetzt hier bei Freunden zu Besuch. Von hier aus starten wir immer unsere Besichtigung. Also noch haben wir kein Boot. Ja, deshalb hier dieses Klettergerüstboot. Damit müssen wir erstmal vorlieb nehmen. Ja, macht ja trotzdem Spaß. Da können wir schon mal ein bisschen üben mit. Ja. Ja. Ja, aber Besichtigungen haben wir in letzter Zeit auch wieder echt viele gemacht. Im letzten Teil sind wir dann ja in Wismar geendet, hatten wir erzählt, wie so die Bootsbesichtigungen waren. Und wir haben uns in Wismar haben wir uns auch gleich ein Boot angeguckt. Das war 33 Fuß Schiff war das. Da war viel dran zu machen. Also es war Innenausbeute man machen müssen, der Motor war rausgebaut. Weil ja genau, war ohne Motor. Genau, hatte einen Motorschaden, man hätte halt einen neuen Motor kaufen müssen. Aber das hat sich im Preis halt auch wieder gespiegelt. Also ja, war halt auch sehr, sehr günstig. Wäre eigentlich ganz cool gewesen. Aber war uns letztendlich doch ein bisschen zu klein alles. So von der Aufteilung her war, da hätte man zu viel ändern müssen. Das hat uns nicht so zugesagt. Charmante wäre gewesen, daher wäre ein Liegeplatz in Wismar zu gewesen, weil das ist ja da, wo wir auch eigentlich hinwollen. Ja, also wir suchen auch immer noch nach einem Liegeplatz in Wismar. Ja, das ist halt echt nicht leicht. Wir hatten jetzt auch gerade wieder eine Absage bekommen und das ist halt immer ein ganz schönes Hin und Her. Weil, aber für uns wäre es halt wichtig oder wäre es echt gut, in Wismar was zu finden, weil wir halt dann das nächste Jahr auch so ein bisschen ortsgebunden wieder sind. Ist halt beruflich bedingt. Genau, müssen wir ein bisschen vor Ort arbeiten. Ja, deshalb wäre schon ganz gut, wenn das in der Nähe wäre. Ja, und deswegen sind wir da halt. Also man kann ja auch Lübeck, so die ganze Ostseeküste so weiter gucken. Aber Wismar wäre halt optimal, gute Bahnanbindung. Mhm. Deswegen suchen wir fleißig weiter. Hier ist auch eine steife Brise. Aufwendig hier. Ja. Aufpassen, wenn wir wegfliegen. Ja, also von dem Boot haben wir dann halt auch, ist halt auch nichts geworden und haben halt weitergesucht. Dann glaube ich. Dann haben wir uns eine Catch angeguckt. Ja, die war richtig cool. Oh, also die Nayat, oder? Ne, die Catch. Ach so, ja gut, stimmt. Die Nayat war ja kein. Die Nayat ist so ähnlich aufgebaut. Ja. Stimmt, ja, die Catch war Lübeck, ja. Genau, die Catch haben wir uns in Lübeck angeguckt, also in der Nähe. Und die Aufteilung, die hat uns sofort gut gefallen mit dem Mittelcockpit und dann hinten die Achterkabine. Das war eine richtig tolle Aufteilung. Ja, das ist wirklich cool. Also man hat halt Mittelcockpit, wie der Name sagt, stehst du in der Mitte, hast halt das Steuerrad. Da hat man dahinter halt eine Kabine, also diese Achterkabine mit einem Doppelbett drin. War richtig schön. Ganz viel Stauraum. Richtig also viel Stauraum. Und da hat man vorne Salon, die Pantry und dann ganz vorne im Bug nochmal die Kabine. Das war echt eine coole Aufteilung. Also so von der Aufteilung und auch war im recht so innen eigentlich im guten Zustand. Also nicht viel verbastelt, war wirklich ganz gut. Dafür, dass die auch schon ein paar Jahre alt war. Genau, also es war auch sehr schön alles. Ja, da war aber der Haken dann am Unterschiff, also das Unterwasserschiff. Das hat natürlich auch wieder keiner gesagt, das ist ja so ganz häufig. Man kriegt immer nur, man telefoniert, schickt ein paar Bilder, ob sich das halt lohnt, das anzugucken. Und das war da halt auch wieder, also das Schiff hatte einen Auflaufschaden, der Kiel war aufgerissen. Also da wurde schon mal unprofessionell vor Jahren irgendwie eine GFK-Matte rübergeklatscht. Ich habe da mal ein bisschen dran rumgekratzt, die konnte man so ablösen. Und darunter hat man dann gesehen, da war eigentlich nur noch so Rost und sah nicht sehr vertrauenserweckend. Man könnte das wahrscheinlich reparieren. Wir haben auch noch mal ein paar Leuten gesprochen, was das so für ein Aufwand wäre. Aber man müsste das natürlich erstmal öffnen und dann erstmal nachgucken, was da wirklich kaputt gegangen ist. Ja, und es war dann halt auch wieder so, dass uns nicht gesagt wurde, dass das Boot schon fast 5 Jahre an Land steht. Also dass es schon 5 Jahre nicht mehr im Wasser war. Also es waren so Sachen, die nicht in der Anzeige standen, die uns auch bei Telefonaten nicht gesagt wurden. Und es ist leider häufig so, dass irgendwie die schlechten Sachen auch auf Nachfrage erst so nach und nach alle kommen. Also man muss den Leuten wirklich alles aus der Nase ziehen. Und wenn man danach nicht fragt, dann kriegt man auch leider keine Antwort. Ja, das ist bei Booten wirklich extrem, müssen wir sagen. Also so da, die Leute sind immer nett, aber so viele Unwahrheiten oder viel wird einfach verschwiegen. Ja, und das ist dann aber offensichtlich, wenn man dann vor Ort ist, dann sieht man das sofort, so wie dieser Auflaufschaden. Und wir sind noch weitere Wege gefahren und haben dann erst Schäden festgestellt. Ja. Aber dazu kommen wir später. Genau. Ja, also es ist schade, dass sowas dann nicht gleich gesagt wird. Also man kann sich das Boot ja trotzdem angucken, auch wenn da ein Schaden ist. Also dann kann man sich ja selbst ein Bild davon machen. Aber das gar nicht erst zu sagen, das ist... Ja, wird halt immer, es war ja bei dem Schiff auch, das ist ja, ich glaube, das ist sogar immer noch zu verkaufen. Hat halt irgendwie, ich glaube, bei fast 40.000, 38.000 ging das erste Inserat los, dann ging es runter auf 27, dann 18. Ja, ich weiß nicht, wo es jetzt ist, aber... Aber es steht immer noch nichts drin, dass das Schiff einen Auflaufschaden hat. Also das ist, ja, lohnt sich halt. Es ist manchmal ärgerlich, dass sich halt diese Wege, weil es ja doch immer lange Wege manchmal sind, dass sich das halt dann immer halt im Sande verläuft danach. Ja, aber die Catch, die hat uns wirklich gut gefallen, also von der Aufteilung her. Ja, deshalb, das Mittelcockpit auch, ist echt cool, ja. Deshalb wollten wir uns eigentlich auch noch eine zweite angucken, die lag, glaube ich, weiter nördlich.
Aber da ist ja auch der Termin im Sande verlaufen. Da kam dann einfach keine Rückmeldung mehr. Schade eigentlich, aber naja, dann haben wir uns noch andere Boote angeguckt. Dann war die Nayat. Dann kam die Nayat. Genau, die Nayat, die auch eigentlich ziemlich schön war. Auch Mittelcockpit, aber... Da waren wir alleine, also da hatten wir unseren Kumpel nicht mit dabei und deshalb haben wir dann so Detailfotos auch gemacht, so von Sachen, die uns aufgefallen sind. Und ja, wir dachten dann so, ja, eigentlich sieht ja alles ganz gut aus, haben dann auch vom Deck haben wir so Detailaufnahmen gemacht und von so anderen kleineren Sachen und haben das dann nachher mit ihm besprochen. Ja. Ja, war schön. Also innen haben wir selbst auch schon gesehen. War ein bisschen viel übergebastelt halt, so dann Sachen halt überlackiert einfach, wo die Pinselstriche, also jetzt nicht ganz so handwerklich toll gemacht, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich im guten Zustand. Hatte ein Bugstrahlruder, das war auch sehr cool. Nachgerüstet, genau. Das hat eine Nayat normalerweise nicht. Genau, war eine Nayat 34, genau. Und hatte ein Bugstrahlruder drin, hatte einen dreiflügeligen Propeller, einen großen Motor drin, Volvo Penta. Und ganz viele Gerätschaften, also war viel dabei. Also gerade für uns wäre das wahrscheinlich... Gerade wenn man neu einsteigt, wäre es schon ganz cool. Also war auch bei uns ganz oben an der Liste, haben uns eigentlich schon gefreut. Ja. So ein bisschen so, oh ja, das sieht auch gut aus. Und dann sind wir halt ganz freudig mit den Bildern halt zu unserem Kumpel und haben ihm das so gezeigt, ob wir uns das nochmal zusammen angucken wollen, wenn es im Wasser steht. Und ja, er hat uns dann auch so ein bisschen so, ja, ist schön auf jeden Fall, finde das Boot auch gut. Aber meinte halt, naja, in 2 Jahren müsst ihr das Deck machen. Ja, weil es halt so ein verschraubtes Teak-Deck ist. Und also wir haben schon gesehen, dass ein paar Schrauben durchgeguckt haben. Genau. Also dass sie... ja, das sind halt so, also so Blenden halt. Das Teak-Deck ist halt verschraubt und verklebt. Und dann sind so an den Hölzern sind so Blenden aufgeklebt, damit man die Schraubenköpfe nicht sieht. Mhm. Und da haben sich halt schon einige abgelöst. Also wenn das Teak-Deck dann abgelaufen ist, dann kommen die halt nach und nach raus. Und ja, da ist dann halt das Problem, wenn die dann, man kann es immer noch mal ein bisschen reparieren, wieder neu einkleben, aber irgendwann ist halt nicht mehr genug Futter da, sodass sie diese Blenden halten. Mhm. Und dann zieht natürlich immer Feuchtigkeit in die Schrauben rein und damit das halt, da das komplett mit dem GFK verschraubt ist, kommt die Feuchtigkeit und das Wasser dann halt in den Innenraum. Und ja, das wäre halt in 2 Jahren dran und so eine Teak-Deck-Sanierung ist dann, preislich liegt die so zwischen 15.000 und 20.000 wahrscheinlich. Ja. Das ist natürlich, wenn man das dann wieder in den Preis mit einrechnet, dann hätte sich das halt wieder nicht gelohnt. Weil man kann auch nicht einfach, also weil, wie gesagt, es ist ja verschraubt und man könnte jetzt nicht einfach sagen, okay, dann nehmen wir das Teak-Deck runter und machen einfach Laminat, ein ganz normales Deck, müsste man halt wieder komplett laminieren, weil du hast ja überall tausende von Löchern, weil jedes Holzstückchen halt zweimal verschraubt ist. 2 Schrauben pro Holzleis, ja. Und Teak ist ja auch nicht mehr so einfach zu kriegen. Und, das kommt auch noch dazu. Ja, deshalb war das Boot dann leider auch raus, obwohl das, also die Segel waren neu, es war so viel Schönes dabei, aber... Da war sogar Beiboot wäre dabei gewesen und war schon, also wirklich komplett zum Losfahren. Hätte man... Genau, ein paar Kleinigkeiten halt noch, aber hat dann doch nicht so für uns gepasst. Nach der Nayat. Ach genau, nach der Nayat hast du das formverleimte... Ach so, die Holzsegeljacht, genau, die war glaube ich auch 34 Fuß, eine formverleimte Holzsegeljacht. Und sah erstmal schön aus, allerdings wurde uns da auch wieder nicht gesagt, dass vorne am Bug mal ein Schaden war und dass der dann ausgebessert wurde. Der war nicht ganz so gut ausgebessert und deshalb kam das eigentlich gleich, als das Tor aufging, nicht mehr in Frage. Aber wir haben uns das trotzdem angeguckt, weil das von innen war das auch echt schön gemacht. Das hat ein Tischler gemacht mit sehr viel Liebe zum Detail, hat so die Türen von den Schränken, alles wirklich handgearbeitet, alles passte ineinander. Ganz perfekt. Aber das Problem war dann auch, dass es recht schmal war. Ich glaube auch knapp 2,80 nur. Ja. Und die Stehhöhe war dann auch nur in der Mitte vom Salon. Nur in der Mitte vom Salon, noch nicht mehr in der Pantry. Und das ist auf Dauer ist das dann auch zu anstrengend. Deshalb, also es war dann halt auch zu eng. Und dann eben das mit dem Schaden. Deshalb war es dann leider auch wieder raus. Also wieder ein Weg umsonst. Aber so ist das halt. Aber es war trotzdem wirklich schön. Also. Ja, und dann hatten wir ja, mit dem wir auch schon länger telefoniert haben, das Schiff in den Niederlanden. Genau, dann sind wir in die Niederlande gefahren. Ja. Wie ist der Ort? Workum. Workum, richtig schöner Ort. Ja, also, war ein richtig sehr maritimer Ort. Ja, also ich würde auf jeden Fall nochmal hinfahren. Auch nochmal ein Boot angucken natürlich. Aber ja, das war auch, also wir hatten mit dem Eigner schon eine ganze Weile telefoniert, auch schon mal ein paar Bilder hin und her geschickt und es sah eigentlich ganz gut aus. Das war sehr vielversprechend. Das war...
ein 44-Fuß-Schiff, also richtig groß. Ja, so eine Britain Chance, richtig, also tolles Boot. Also das war so richtig schon von den Bildern, von den Erzählungen her, war das so vom Gefühl her, wir fahren da jetzt hin und wir wissen, das ist jetzt, also... Ja, genau, wir haben uns auch schon so geplant, wie wir dann halt das rüber zur Ostsee bringen, weil das ja auch nicht so ohne ist, denn da durchs Tidengewässer durch. Genau, durchs Esselmeer so durch und dann zum Nord-Ostsee-Kanal. Also ab Nord-Ostsee-Kanal hätten wir es übernommen, dann hätten wir es wahrscheinlich hingekriegt. Aber das haben wir alle schon geplant, wie das dann so läuft und wie wir das so machen. Ja, und als wir auch in die Halle reinkamen, also erstmal war das ein Riesenboot, also 44 Fuß. Stand in der beheizten Halle, das Unterschiff war halt alles gut, war alles richtig gut gemacht. Und dann ist man über so eine Gangway, ist man dann aufs Deck halt draufgekommen, war schon sehr luxuriös. Ja, genau, also man vorne war auch ein Tisch, also und man konnte Getränke bekommen und so. Also es war schon eine gute Präsentation. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns gleich wohlgefühlt. Ja, und ja, dann ist man halt rauf und dann hat man schon gesehen, oh, das Deck sieht so ein bisschen ungleichmäßig aus. Halt ein Teakdeck, ist erst 10 Jahre alt, wurde halt alles neu gemacht vor 10 Jahren, also das Teakdeck und... auch die Spanten, das Deck aufspannen, das wurde alles erneuert, das Deck war neu und hatten wir natürlich viel von erwartet, weil das alles professionell in der Werft gemacht wurde. Aber es war nicht so professionell wie angekündigt. Leider hat sich das Teak schon gelöst. Das haben selbst wir halt gesehen. Ja, also genau. Also wir kannten uns ja jetzt schon ein bisschen aus mit Teak und deshalb... Ja. Ja. Und da ungleichmäßig einiges kam hoch vom Teakdeck und war echt schlecht gemacht. Und das war ja noch nicht alles. Nee. Das Teakdeck hätte man wahrscheinlich neu machen müssen. Also weil du kannst es ja nicht einfach hochholen und wieder neu. Ja, es wäre noch eine Weile wahrscheinlich gut gegangen. Ja. Aber dafür, dass es vor 10 Jahren neu gemacht wurde, war das wirklich schlecht verlegt. Und auch das Deck war ja dann, das war mit GFK auflaminiert letztendlich. Und darauf wurde dann das Teakdeck gelegt. Und es war sehr, sehr dünn laminiert auf jeden Fall. Das hat man auch gemerkt, weil das schon so ein bisschen flatterte. Und dann war das ja auch an den, wo die Wanden, die den Mast ja stützen, durchgeführt werden durchs Deck, ist das komplette Deck wieder aufgerissen gewesen, weil da ja doch eine Bewegung immer drin ist. Und die Versteifung war letztendlich erst im Rumpf. Und das Ganze wackelte halt so ein bisschen und hat das Deck halt an den Stellen das GFK wieder aufgerissen. Ja, und dadurch ist natürlich auch Wasser wieder reingekommen. Darum war es auch in der beheizten Halle, weil wenn es draußen stehen würde, wäre es vollgelaufen mit Wasser. Also, natürlich hat man öfter Wasser im Boot. Also das ist uns schon klar. Also es ist nicht so, dass... Aber da kannst du durchgucken an den Rissen, diese Wanden. Und da musst du halt, denn jedes war auch schon mit Silikon zugeklebt. Das war halt dann die eine Sache, denn das... Rick war ja auch, das war auch das über 40 Jahre alt. Genau, also das hat er vorher auch nicht erwähnt. Da meinte er, dass das wahrscheinlich demnächst mal ausgewechselt werden müsste. Und so ein Rick, da hängt ja ein bisschen mehr dran als nur ein Mast. Ja. Da ist ja noch das ganze Beiwerk dabei. Und der Motor war ja sonst, der ist gut gepflegt, gewartet. Dann haben wir die Motorklappe aufgemacht. Und das war, eigentlich war es ein Rostklumpen. Da waren so ein paar Teile mal waren neu ausgetauscht, aber komplett voll mit Rost. Ich meine, der funktioniert gut, super, der Motor, da muss man nichts machen. Also da hätte ich ein schlechtes Gefühl gehabt, da überhaupt aus dem Hafen rauszufahren mit dem Motor. Und ja, es war halt echt ärgerlich und dafür sind wir halt extra. Morgens um 5 sind wir losgedüst mit unserem Kumpel zusammen. Genau, 5 Stunden hin, 5 Stunden zurück. Ja, aber also so ein 44-Fuß-Schiff ist schon riesig. Also Innenraum, das war der Wahnsinn. Ja. Also ich weiß nicht, mit 12 Leuten hätte man da segeln können. Also war halt auch ein altes Regattaboot, wo dann der Innenausbau so recht spartanisch gemacht wurde. Aber das wäre gar nicht schlimm gewesen. Da hatte man noch viele Möglichkeiten, auch größere Tanks einzubauen. Ja. Und hätte jede Menge Stauraum, hätte das alles super nutzen können. Also das war schon ganz cool. Aber weil das Deck, also man hätte das ganze Deck überarbeiten müssen. Ja, also und das war auch alles, es wird ja auch... Der Eigner jetzige, an sich wusste er das halt auch, aber er hat halt gehofft, vielleicht kommt ja einer, der es dann trotzdem kauft. Und aber er hat halt investieren möchte. Er hat halt viel Geld in das Schiff versenkt. Mhm. Also muss man wirklich sagen, weil er hat das halt komplett in der Werft sanieren lassen vor 10 Jahren. Das hat bestimmt über 100.000 Euro gekostet. So, er hat das ja ein bisschen durchblicken lassen und kriegt das aber jetzt halt definitiv nicht mehr dafür. Und das weiß er auch. Also, das weiß er ja auch und das war halt... Ja, weil das Geld hätte man nochmal reinstecken müssen. Also wenn du wirklich das Schiff wieder ordentlich machen willst, ist halt echt schade, weil es wäre ein schönes Schiff gewesen, aber nee, das wäre ein Groschengrab. Ja, das wäre es wirklich gewesen. Ja, aber dann sind wir unverrichteter Dinge dann wieder zurück gewesen. Ich habe ja dann meinen Funkschein gemacht, also erstmal den Kurs, die Prüfung kommt jetzt noch, also Daumen drücken. Ja.
Und jetzt haben wir noch wieder Kontakt zu, also nach Dänemark. Wir wollen jetzt wahrscheinlich dann doch nochmal nach Dänemark fahren und uns das Boot nochmal angucken. Wir hatten ja schon mal in Dänemark das Schiff, was uns sehr gut gefiel in den 70er Jahren und war, was auch mal ein Regattaschiff war, ist 38 Fuß lang. Und das werden wir uns jetzt nochmal angucken. Ich hab den mal angerufen, weil das ging uns halt einfach nicht auf den Kopf, weil das so gut gemacht ist. Das Schiff wurde halt 2014 in der Wrede Werft. Das ist eine sehr bekannte Werft, die das auch wirklich super Arbeit leistet, weil haben wir ja gemerkt, das ist auch wichtig. Nur weil es in der Werft gemacht ist, heißt das nicht, dass es gut gemacht sein muss. Und die haben das ganze Unterschiff neu gemacht, neu lackiert und dadurch macht das Schiff einen super Eindruck. Und ja, in der ganzen Besichtigung haben wir bei weitem nicht so ein gepflegtes Schiff gesehen. Es ist immer wieder so aufgekommen, dass eigentlich war das Beste, das wir bis jetzt gesehen haben. Da war halt ja nur das Problem, dann damals ging mit dem Eigner so ein bisschen auseinander von der Kommunikation. Und dann auch das mit dem Heben, dass das nicht ging. Also das war irgendwie... Ja, war komisch. Und dann habe ich halt einfach gedacht, ach, was soll's. Ich rufe ihn mal nochmal an. Ja, und dann haben wir uns halt ausgesprochen. Das war alles so ein bisschen missverständlich. Und wie das halt so gekommen ist, weil wir haben uns ja das Schiff angeguckt und er hat halt wirklich große Probleme gerade, deswegen, warum er auch das Schiff verkaufen muss, wirklich große persönliche Probleme. Ja. Und haben uns halt das Schiff angeguckt und waren halt nicht so begeistert, wie er es so erwartet hat und dachte, wir kaufen das halt eh nicht. Ja. Und deswegen war er halt so ein bisschen abweisend. Also er dachte halt, das Interesse ist gar nicht mehr so wirklich da und deshalb hat er uns so, halt abgesagt. Genau, hat er halt sowieso schon abgeschlossen mit dem Thema und so nach dem Motto, dann gebe ich euch eher den Laufpass, bevor ihr mir den Laufpass gebt. Genau. Ich habe eher Schluss gemacht. Und aber war echt gut, dass ich nochmal angerufen habe. Und dann haben wir halt uns darauf geeinigt, dass wir dann halt jetzt nächste Woche, weil er hat jetzt noch ein paar persönliche Sachen, deswegen ging es nicht gleich, zu erledigen. Und dass wir nächste Woche dann einen Termin machen. Er kümmert sich darum, dass wir das Schiff einmal gehoben bekommen. Genau. Er hat auch gesagt, dass also kein Problem, wenn ihr da mal drunter gucken wollt, dann guckt runter, weil da ist alles in Ordnung, das weiß ich doch. Ja, genau. Er hat auch gesagt, wenn es jetzt wirklich nur ums Unterschiff geht, ums Unterwasserschiff, ich verstehe das, dass ihr das heben wollt, das will man sich ja angucken. Und dann bin ich mir aber sicher, dass ihr das kauft, weil das ist so gut, das Unterwasserschiff. Aber wir wissen diese Leute erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Also auf jeden Fall einmal angucken und mal schauen. Hoffen wir mal, drücken wir mal die Daumen, dass wir da nicht enttäuscht werden und wie es bei uns dann weitergeht und ob wir vielleicht schon bald ein... Ja, ob wir das nächste Mal dann schon ein Boot haben. Ein Schiff in Dänemark haben. Ja. Der Liegeplatz da ist aber bezahlt. Ja, der Liegeplatz also ist bezahlt. Also in Dänemark haben wir dann Liegeplatz. Ja, ist halt nur, müssen wir gucken. Wir müssen ja irgendwie dann Mitte Sommer wieder in Wismar sein. Und da müssen wir schauen, wie wir das organisieren. Also weiterhin auf Liegeplatzsuche. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir unseren nächsten Podcast von unserem eigenen Boot schon aufnehmen können. Und uns nicht wieder das Klettergerüstboot ausleihen müssen.